geht's. Ein besonders moralischer Aspekt. Der Deutsche Turnerbund hat sich ja zum Ziel gestellt, humanen Leistungssport zu betreiben. Na bitteschön, dann tut das auch im Zusammenwirken mit den Pädagogen, mit den Lehrern der Sportschulen, wenn sie denn noch existieren, oder der Zentren, die da ihre Sonderbedingungen schaffen. Oder lasst es sein, muss man sagen. Dann ist man aber nicht dabei und kann auch keinen Einfluss mehr nehmen auf Entwicklungslinien des Turnens. Die Deutschen haben ja Einfluss genommen, indem sie das Startalter erhöhen ließen. Mit ihrem Vorschlag zog dann der Internationale Turnerbund nach Atlanta. 96 gilt als Startalter 16 Jahre, aber das allein reicht nicht. Da muss man auch andere Bewertungsmöglichkeiten schaffen. Also ein weites Feld. Und eine komplizierte Situation, in der diese Mädchen hier stehen. In allen Ländern. Unterschiedlich die Bedingungen, aber irgendwie sind sie alle davon betroffen. Miyu Hashiguchi strahlt.